Ja, wir sind hier in Prenzlauer Berg, irgendwo in der Weimarstraße. Und wer sitzt mir gegenüber? Ja, ich bin Udo Wolf. Ich kandidiere hier für die Linke im Wahlkreis 76 für den Deutschen Bundestag und hoffe, dass ich den Wahlkreis wieder für die Linke verteidigen kann. Die waren aber noch nicht im Bundestag, sondern im Abgeordnetenhaus. Richtig, ich war jetzt seit 2001 im Berliner Abgeordnetenhaus und bis Juni letzten Jahres 11 Jahre lang Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion hier im Berliner Abgeordnetenhaus. Was treibt einen nach so einer Zeit noch in den Bundestag? Da geht man doch eigentlich in Rente. Erstens bin ich noch zu jung für die Rente und zum Zweiten ist es so, ich habe die Erfahrung gemacht in den vielen, vielen Jahren, dass ganz viele Rahmenbedingungen, die für die Berliner Landespolitik wichtig sind, eben im Bund entschieden werden. Und als dann Stefan Liebig gesagt hat, er hat keine Lust mehr, nach 3 Legislaturperioden im Deutschen Bundestag zu sitzen und mich gefragt hat, ob ich kandidieren möchte, dann dachte ich mir, ja, es ist mal eine gute Gelegenheit, im Deutschen Bundestag die Rahmenbedingungen für Berlin ganz anders zu betrachten und zu verbessern, wenn es geht. Das heißt also irgendwie als Lückenbüßer. Das heißt, der eine wollte nicht mehr, da geht der andere rein. Nein, nein, es ist schon so, dass ich nie auf die Idee gekommen wäre, gegen meinen Freund und Genossen Stefan Liebig zu kandidieren. Es ist ja so, dass Stefan und ich in vielerlei Funktionen Vorgänger und Nachfolger füreinander waren. Und das ist so, dass als er jetzt gesagt hat, er will nicht mehr, hat sich die Chance ergeben, das zu tun. Und ja, die Bundespolitik ist für mich eine neue Herausforderung, aber ist eben auch spannend. Und es ist auch gut, mal was Neues zu machen, wenn man 20 Jahre lang das Gleiche gemacht hat. Stefan Liebig war ja im Bezirk eher nicht so präsent, sondern mehr in den USA oder in Afrika, in Asien, weil er Außenpolitik gemacht hat. Was ist denn Ihr Spezialgebiet? Mein Spezialgebiet ist nicht die Außenpolitik, sondern eher die Innenpolitik. Ich kümmere mich vor allem um Menschenrechts-, Grundrechts- und Freiheitsrechtsfragen. Ich kümmere mich ganz wesentlich auch um Partizipation und Integration und um Inklusionsfragen. Ich habe, bevor ich Fraktionsvorsitzender wurde, fachpolitisch vor allem eben Innenpolitik und auch Sozialpolitik gemacht. Und das sind die Themenfelder, für die ich mich auch im Deutschen Bundestag besonders interessieren würde. Außenpolitik ist eher nicht meins. Und ich muss ja auch nicht in jeder Beziehung der Nachfolger von Stefan Liebig sein. Wenn man das richtig mitbekommt, sind zumindest große Teile der Linkspartei dafür, eine rot-rot-grüne Koalition zu bilden. In Berlin hatten wir jetzt knapp 5 Jahre eine rot-rot-grüne Koalition und es sah nicht immer so toll aus. Das heißt, man hatte zuweilen den Eindruck, man schleppt sich so durch. Wie kommen Sie auf die Idee, dass das im Bund klappen könnte? Also das wird weder in der nächsten Legislaturperiode in Berlin noch im Bund ein Kindergeburtstag oder eine Spaßveranstaltung. Das war uns aber auch vorher schon hier in Berlin klar, dass das eine harte Herausforderung wird. Die SPD, die Grünen und wir haben programmatisch relativ viele Schnittmengen, aber auch sehr unterschiedliche politische Kulturen und insbesondere die Sozialdemokratie hat immer wieder den Eindruck erweckt, als würde ihr die Stadt gehören und sie tun auch so ein bisschen, als würde ihnen die Bundesrepublik gehören. Also diese Hybris und dieser Gestus, wir sind die älteste demokratische Partei, was stimmt. Das führt aber dazu, dass sie eben auch meinen, sie dürften alles bestimmen und gerade in Koalitionen und insbesondere in Dreierkonstellationen. Da gilt es darauf, also vor allem geht es darum, auf Augenhöhe miteinander zu verhandeln, zu diskutieren. Und da wäre es halt schön, wenn der zwanglose Zwang des besseren Arguments mal öfter greifen würde, anstatt so die machtpolitische Pose. Da gibt es in dieser Dreierkonstellation noch viel, viel Luft nach oben. Aber wir haben da auch schon ein bisschen was geschafft. Es dauert halt meistens länger als eine Legislaturperiode, um wirklich so die Erfolge zu erzielen, dass die Leute auch merken, hey, das ist wirklich signifikant besser als andere Sie haben Konstellationen. gesagt, die SPD tut so, als gehöre ihr der Stadt, die Stadt. Ich kann mich an einen Slogan erinnern von der Linken. Wem gehört die Stadt mit Fragezeichen? Wem gehörten die? Den Bürgerinnen und Bürgern, eindeutig. Und wir sehen auch, dass wir gerade in Berlin eine viel, viel selbstbewusster gewordene Bürgergesellschaft haben. Wenn ich mir angucke, wie viele Bürgerinitiativen es gibt,
was dort für eine Kompetenz angehäuft wird. Wenn ich mich hier unterhalte mit den Leuten aus dem grünen Kiez Pankow oder in den Häusern, wo es um Vorkaufsrechte geht, dann haben die teilweise innerhalb weniger Wochen und Monate so viel Sachkompetenz erarbeitet, wie die Apparate in den Fraktionen im Abgeordnetenhaus, und konfrontieren dann eben auch Politik mit Rechtsfragen, mit Auffassungen zu Rechtsfragen, wo wir ganz, ganz anders darauf reagieren müssten, als es vor 10, 20 Jahren noch der Fall gewesen ist. Und deswegen sollten Bürgerinnen und Bürger auch eben von der Politik in Partizipationsprozessen, in Bürgerbeteiligungsprozessen so ernst genommen werden, dass sie eben mitentscheiden dürfen. Und Bürgerbeteiligung und Partizipation nicht nur als Informationsveranstaltung der Politik für die Bürgerinnen und Bürger missverstanden wird. Gut, dann haben wir ja, der grüne Kiez ist ein Beispiel, ja. Wir haben Wohnungsnot in Berlin, wir brauchen dringend Wohnungen. Da kommt eine Wohnungsbaugesellschaft, eine landeseigene wohlgemerkt, und sagt, hey Leute, wir bauen hier Wohnungen. Und dann steht der grüne Kiez, dann stehen ein paar Bewohner auf und sagen, so nicht, das behindert doch letztendlich die Möglichkeit, mehr Wohnungen zu bauen. Warum soll man sich darüber freuen, wenn es länger dauert, wenn Wohnungen entstehen? Naja, weil gar keine entstehen. Weil die Sachverhalte eben komplexer sind als einfach nur mehr Wohnungen und jede neue Wohnung ist eine gute Wohnung. Nee, ist es nicht. Also gerade in Pankow erleben wir, dass sehr, sehr viel gebaut wird, aber eben an ganz vielen Stellen nicht das gebaut wird, was gebraucht wird, nämlich tatsächlich kleinere Wohnungen und vor allem zu bezahlbaren Mieten, sondern es werden sehr viele Eigentumswohnungen gebaut, es werden sehr viel größere Eigentumswohnungen gebaut, insbesondere von den Privaten. Und wir auf der anderen Seite erleben, dass auch, was die Stadtentwicklungspolitik angeht, also die Frage, was sind die ökologischen und die sozialen Folgen von bestimmten neuen Stadtquartieren oder auch von Lückenschlüssen oder auch von Nachverdichtung, das wird viel zu wenig betrachtet, weil wir mit dieser Zielzahlenideologie konfrontiert sind. Dann haben ja die Wohnungsbaugesellschaften schlecht geplant offensichtlich, die landeseigenen, in dem Fall grüner Kiez. Nein, die sind in einem ganz anderen Dilemma und das ist deswegen viel komplexer aufzulösen. Wir haben die Situation, dass wir eben bei den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften sehr wenige noch bebaubare Flächen haben, also potenziell bebaubare Flächen haben, und der Wohnungsmarkt eben auch davon bestimmt ist, dass wir extrem schlimme Bodenpreise haben. Also wir haben es mit Bodenspekulation zu tun. Und das Land Berlin bräuchte eigentlich viel mehr Grund und Boden im eigenen Besitz, damit man das den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften und den Genossenschaften zur Verfügung stellen könnte, um dort sinnvoll stadtplanerisch tätig zu werden. Da wir auf der anderen Seite im Koalitionsvertrag diese Zielzahlen drinstehen haben und damit eben auch einen Prozentsatz von Zielzahlen für die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, haben wir die Situation, die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften gucken, was für Fleckchen Erde haben sie noch, die sie bebauen könnten. Das macht aber nicht in jedem Fall stadtentwicklungspolitisch Sinn und vor allem ökologisch nicht in jedem Falle Sinn. Haben wir jetzt gerade nach der Pandemie und auch in der Klimanotlage festgestellt, wir müssen aufpassen, was wir alles versiegeln noch an Flächen und was wir uns nicht mehr erlauben können zu versiegeln. Und auf der anderen Seite haben wir eben, wie gesagt, private Flächen im Land Berlin, Brachen, da ist ökologisch überhaupt nichts Wertvolles dran, die sind zum Teil schon versiegelt, aber sie stehen leer und wir kommen als Land nicht ran. Da müssen wir ran. Deswegen haben wir auch dafür gesorgt, dass auf Landesebene so ein Grundstücks- und Bodenfonds eingerichtet wurde, damit wir als Land Berlin Boden zukaufen können und eben dann den Wohnungsbaugesellschaften zur Verfügung stellen können. So, und deswegen, ja, wenn man Boden kaufen will, heißt das, es muss auch einen Verkäufer geben. Und wenn es denn doch so Flächen sind, die ja eigentlich keinen Wert haben, zumindest ökologisch nicht, dann könnte ich mir vorstellen, gäbe es ja Eigentümer, die sagen, oh Gott, ja, verkaufen wir mal. Oder aber die denken, wir verkaufen eher nicht, aus welchen Gründen, wollen vielleicht später selber bauen, warten, bis das der Preis noch weiter steigt, etc. Wie will man da rankommen, wenn die Eigentümer dieser Brachen nicht verkaufen wollen? Ja, zum Beispiel kann man dort mit B-Plänen arbeiten. Also B-Pläne bedeutet, man erstellt sozusagen einen B-Plan so,
dass die Grundstückseigentümer feststellen, also das Verwertungsinteresse mit der maximalen Rendite kommt für sie nicht in Frage. Und dann ist es doch günstiger, sie treten mit dem Land Berlin in Verhandlungen um Verkauf, als dass sie weiterhin auf etwas spekulieren, was ihnen aber durch die Regeln dann schon sehr stark eingeschränkt wird. Da gibt es viele Instrumente und viele Stellschrauben, an denen man arbeiten kann. Interessanter ist aber eben auch, dass der Bund, und das, da kommen wir auch wieder zum Bundestag, interessant ist, dass der Bund und insbesondere eben auch die Bahn immer noch eine ganze Reihe von Flächen und Brachen hat, die sehr gut bebaubar wären, wo man auch größere Wohneinheiten hinstellen könnten, auch urban und dann übrigens aber auch ökologisch gut geplant, mit einer vernünftigen Verkehrsanbindung, mit der richtigen sozialen Infrastruktur. Und dann muss man nicht auf die kleinen Nachverdichtungshinterhöfe zugehen. Und das ist ein Konflikt, der hat sich sozusagen jetzt aber auch entwickelt. Und das ist eben das Spannende, das meine ich mit der positiven Bürgergesellschaft. Da oben im Abgeordnetenhaus und da oben in der Senatsverwaltung, in der Hausspitze, wäre das Problem nie angekommen, weil da sozusagen mit dem Blick auf den Flächennutzungsplan sieht man halt da die Fläche, die ist bebaubar. Durch den Diskurs mit den Bürgerinnen und Bürgern hat man aber festgestellt, was man möglicherweise dort an ökologischen Verbrechen und auch damit als sozialen Verbrechen anrichten würde, wenn man das einfach durchzieht. Das war aber ein Prozess. Und ist immer noch ein Lernprozess, weil diese Nachverdichtungsvorhaben sind natürlich nach wie vor nicht konfliktfrei gelöst, sondern man befindet sich in Verhandlungen. Und bei manchen Flächen ist es so, dass die Bürgerinnen und Bürger sagen, kommt überhaupt nicht in Frage mit der Nachverdichtung. An anderen Stellen sagen sie, können sie sich schon vorstellen, aber eben weniger Wohnungen als geplant oder architektonisch anders etc. Oder sie stellen die Bedingungen für neue Verkehrslösungen im Umfeld etc. Das ist alles im Einzelfall prüfbar. Und das finde ich ist aber eine schöne und eine interessante Entwicklung. Aber, es dauert doch. Das heißt, ja, aber es dauert ja alles im Leben. Und das lässt sich auch nicht ändern, dass es dauert. Selbst wenn schneller gebaut werden könnte und würde, ist das nach wie vor nur ein Wechsel auf eine Bevölkerungsprognose, von der wir jetzt feststellen mussten, dass sie im Laufe dieser Legislaturperiode schon dreimal korrigiert werden musste. Nach unten, ja. Und ich kann mich noch gut erinnern, ja, von wegen schon alt genug in der Berliner Politik, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie kurz nach der Wende alle gesagt haben, Berlin wird so eine Supermetropole. Wir haben spätestens 1995 haben wir 4,5 Millionen Einwohner in Groß-Berlin etc. Und dann haben wir Anfang der 2001 Jahre haben wir unter einem Stadtentwicklungssenator Strieder, der später Baulobbyist geworden ist, die sogenannten Rückbau, also den Abriss der Platte in Marzahn-Hellersdorf und woanders gehabt, weil dort die Wohnungen leer standen und die Angst hatten, dass die Mietpreise auch für die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften implodieren. Deswegen also lieber Stadtplanung gucken, lieber ökologisch sinnvoll planen und dann gucken, dass man seriös diese Planung so betreibt, dass man nicht in erster Linie geschäftlich denkt, sondern für das Gemeinwohl und für die Stadt insgesamt. Aber bezahlt werden muss es ja. Die Wohnungsbaugesellschaften, die landeseigenen, klagen immer wieder, dass sie zu wenig Geld haben. Ich kann mich daran erinnern, dass der Sprecher der landeseigenen irgendwann mal sagte, wenn wir nicht mehr Geld kriegen, können wir nicht mehr bauen. Ja, das ist richtig. Das ist so. Und der Eigentümer ist das Land Berlin und das Land Berlin bestellt. Und wenn es bestellt, muss es auch bezahlen. Und das ist natürlich auch ein schon länger schwelender Konflikt. Wir hatten ja mal die Situation schon mal, dass die Baulobby innerhalb der Berliner SPD und der CDU die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften quasi als persönliches Eigentum betrachtet haben und haben dort nicht nur ihre abgewickelten Politikerinnen und Politiker hin entsorgt, sondern eben auch dort Bestellungen aufgegeben, die nur unter Inkaufnahme großer Schulden für die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften zu leisten waren. Wir hatten dann eben, und das war ja auch die erste Phase von Rot-Rot, die das gekennzeichnet hat, mit riesigen Verschuldungen zu tun. Deswegen unter anderem, wegen dieser riesigen Verschuldung, ist ja letztendlich dann auch die GSW immer verkauft worden. Einer der großen Fehler von Rot-Rot, der aber wegen eines Verfassungsgerichtsurteils gegen den Landeshaushalt gar nicht so wirklich vermeidbar war damals. Was war das für ein Urteil? Was?
Naja, es ist ein Sparhaushalt aufgestellt worden, gegen den die Opposition aus CDU und Grünen damals geklagt hat, weil sie gesagt haben, dass das Verhältnis von investiven und konsumtiven Ausgaben nicht im Einklang steht. Und dann sind sie vor das Landesverfassungsgericht gegangen. Grüne und Union haben damals gesagt, dass man noch viel mehr landeseigene Wohnungen privatisieren kann. Die Grünen damals waren der Auffassung, dass 116.000 Wohnungen im Landesbesitz völlig ausreichend seien. Und das Landesverfassungsgericht hat damals gesagt, dass der Landeshaushalt nicht verfassungsgemäß ist. Und dann standen wir vor der Herausforderung damals unter Rot-Rot zu entscheiden, wo wir nochmal einsparen oder nochmal das berühmt-berüchtigte Tafelsilber veräußern können. Und da musste dann die GSW dran kaufen. Mein Freund und Genosse Michael Nelten nannte das damals einen Notlagenverkauf, den wir bis heute bereuen und den wir hoffen, korrigieren zu können, indem wir mit DW Enteignen die Vergesellschaftung von Deutsche Wohnen, wo diese Bestände ja gelandet sind, dass wir das so kostengünstig wie möglich fürs Land noch irgendwie wieder geregelt kriegen. Da komme ich auf eine andere Sache. Es gab ja eine ziemlich große Kampagne, nachdem der Mietendeckel gecancelt wurde, nahm das nochmal einen Aufschwung für diese Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, wo ja, Gesellschaften, die mehr als 3.000 Wohnungen ihr eigen nennen, vergesellschaftet werden sollen. Das heißt also enteignet und dann in einer Anstalt des öffentlichen Rechts oder wie überführt werden sollen. Die Kampagne war eigentlich und läuft noch und die scheint erfolgreich, zumindest das wird man so überall sieht, man weiß es ja nicht, wie dann die abgestimmt wird. Andererseits ist die Linkspartei, die als einzige die Kampagne ohne Wenn und Aber unterstützt, doch ziemlich am Ende der Dreierkoalition, also was die Umfragen betrifft. Da ist die Zustimmung nicht so groß. Wie kommt es zu der Diskrepanz oder ist das eine Sache, weil jetzt überall DW enteignen plakatiert wird, kommt einem da zu viel vor, obwohl das ja nicht so viel ist? Also einmal, um das vielleicht vorher mal zu sagen, inhaltlich, das ist für mich gar keine wahltaktische Frage in erster Linie, sondern für mich ist der entscheidende Punkt auch zu sagen, Mietendeckel, der jetzt vom Bundesverfassungsgericht über die Kompetenzfrage kassiert wurde. Also die haben das nicht inhaltlich bewertet, was wir da mit dem Mietendeckel gemacht haben. Ich fand den hier großartig, wie wir den herausverhandelt haben inhaltlich. Sondern die haben nur gesagt, das Land Berlin hat die Kompetenz nicht und deswegen müssen wir dann gucken, dass wir im Deutschen Bundestag die Ermöglichung bekommen, dass in angespannten Wohnlagen tatsächlich so ein Mietendeckel auch durch die Politik verhängt werden kann. Die Sozialdemokraten haben schon gedacht, immer der Mietendeckel ist eigentlich vor allem Instrument, um der Kampagne DW Enteignen das Wasser abzugraben, also die sozusagen überflüssig zu machen. Und wir haben schon immer gesagt, nee, ist nicht alternativ, sondern ist additiv, ist sozusagen die Adaption eines schönen Spruchs, den Klaus Wowereit unter Rot-Rot immer für alle Kürzungen gesagt hat, als wir gesagt haben, nee, wir könnten doch lieber da und dann lassen wir das da stehen. Dann haben wir gesagt, nee, das ist nicht alternativ, sondern additiv. Und die Vergesellschaftung, da geht es vor allem darum, tatsächlich den Bestand an Wohnungen im öffentlichen Besitz zu erhöhen, um damit eine gewisse Steuerungsfähigkeit auch zu haben für die soziale Wohnraumversorgung in der Zukunft. Das geht, da fängt an auch mit der Mietensteuerung, aber es ist nicht das Entscheidende. Die Mietensteuerung muss über andere Instrumente ganz wesentlich laufen, weil sonst schafft man in der Tat auch für diese neue Anstalt öffentlichen Rechts und für die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften nochmal wieder eine neue große Aufgabe, die nicht zu lösen ist. Und die zweite Geschichte, ich komme dazu, die zweite Geschichte, das Wahlthema, das ist im Moment ein Wahlkampf, wie ich ihn noch nicht erlebt habe, der an ganz, ganz vielen Stellen von ganz, ganz vielen taktischen Fragestellungen berührt ist. Ich stelle fest, dass wir da auch so eine Wellenbewegung jetzt während des Wahlkampfs hatten. Das Einzige, was im Moment ein bisschen stagniert, sind die Zweitstimmenanteile in den Umfragen für die Bundespartei. Was mich jetzt besonders betrübt. Die stagnieren, die sind ja fallen.
Man hatte zuweilen über Jahre den Eindruck, das ist irgendwo verfassungsmäßig festgelegt, dass die Linkspartei zwischen 7 und 8% hat. Mittlerweile sind wir bei 6%. Ja, bei Umfragen zwischen 7 und 6%, das ist unterhalb jeder Fehlertoleranz von Umfragen. Also das ist, da fällt gar nichts, das stagniert einfach. Das ist bitter und das war übrigens zu Beginn dieses Wahlkampfs auch schon bitter und die Fehlertoleranz, die uns da in der Tat an der 5%-Hürde rumkrebeln lassen, ist besorgniserregend. Deswegen haben wir jetzt auch versucht, nochmal deutlichen Fokus darauf zu legen, dass wir dort, wo wir Direktwahlkreise gewinnen können, auch nochmal eine Sicherungslinie. Das ist aber dann schon fast kurz vor der Angst, wenn man sagt, also wir brauchen jetzt so und so viele Direktmandate, um überhaupt noch eine. Das ist eine völlig rationale Überlegung, die wir übrigens schon als PDS hatten, als Linkspartei.pds etc. Nur als dieser absolute Höhenflug kurz nach der Fusion mit der WASG war, mussten wir uns darum keine Sorgen machen. Aber das Thema war schon immer virulent, weil in den Umfragen... Ja, da hatten wir in Umfragen zwischendurch aber auch nur 7%. Also insofern schauen wir mal. Umfragen, es ist jetzt wirklich also 10 Euro ins Phrasenschwein, aber Umfragen sind keine Wahlergebnisse. Und aber wie gesagt, dieser Wahlkampf ist sowas, wie ich es noch nicht erlebt habe, dass wir in Berlin haben wir ja eine Veränderung, was die Umfrageergebnisse für die Landesebene angeht und was die Bezirksebene angeht. Aber auch unterschiedliche Veränderungen. Also die Ausschläge sind auf der Landesebene viel größer, von Umfrageinstitut zu Umfrageinstitut. Jetzt auf einmal sollen wir wieder zweitstärkste Kraft sein, nachdem wir irgendwie schon mal viertstärkste Kraft nur waren in den Umfragen. Im Bezirk waren wir mal irgendwie ganz knapp vor den Grünen mit 1%. Jetzt sind mittlerweile in ein paar Umfragen bei 4 oder 5 Prozentpunkte vorne. Dann war eine ganze Zeit lang beim Bundestag bei der Erststimme Stefan Gelbhaar vorne. Jetzt ist bei election.de bin ich jetzt wieder vorne. Bei Wahlkreisprognose ist immer noch Stefan Gelbhaar vorne, obwohl zwischendurch auch mal Klaus Mintrum vorne war. Also insofern, das ist... Ich habe dafür keine wirkliche Erklärung. Ich kann wahrnehmen aus dem Wahlkampf, dass ganz viele Leute ganz anders als früher auf mich zukommen und sagen, ich habe immer die Linke gewählt, aber ich will auf jeden Fall den Laschet verhindern. Wie wähle ich jetzt am besten taktisch, dass das gelingt? Und das sind die Debatten am Infostand. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass wir eine extrem polarisierte Situation haben, was immer noch... was die Frage der Corona-Eindämmungsverordnung angeht. Also es gibt Leute, die sagen, ihr seid nicht entschieden genug auf Zero-Covid gewesen und die anderen sagen, ihr habt mit den Eindämmungsmaßnahmen, habt ihr die Grund- und Freiheitsrechte so bedroht und bedrückt, dass ich euch nie mehr wählen kann. Und letztendlich jetzt aktuell die Auseinandersetzung um 2G mit Kindern, ohne Kinder, Impfkampagne. Man kann kaum noch Argumente austauschen, die Leute brüllen einen bei dem Thema in der Regel nur noch an. Mal die Frage, Zwischenfrage jetzt mit dem 2G ohne Kinder, wie kommt man auf so eine Idee? Das müssen Sie die Lega Leitschi fragen und nicht mich. Ja, das hat der Senat entschieden. Ja, das hat der Senat entschieden und Klaus Lederer und Elke Breitenbach haben gestern in der Senatssitzung noch mal dreimal interveniert und haben gesagt, dass wenn die Kinder nicht geimpft werden können, also die unter 12-Jährigen, dann darf man die über den Weg nicht ausschließen vom Leben und damit eben auch ganze Familien. Das fand da im Senat keine Mehrheit. Jetzt in der öffentlichen Auswertung haben sich dann eben auch die Grünen nochmal bewegt und dann hat sich auch Frau Giffey nochmal gemeldet, die ja offensichtlich tatsächlich mehr Einfluss auf die Berliner SPD jetzt generiert hat, als das Michael Müller jemals konnte. Das führt jetzt dazu, dass das korrigiert wird, zum Glück. Ich persönlich finde übrigens aber auch das 2G-Plus-Modell immer noch zu bürokratisch und durch die konkrete Pandemieentwicklung auch nicht mehr, was die Evidenz und die Erforderlichkeit angeht, gedeckt. Ich glaube, dass man mehr Lockerungen machen kann und gleichzeitig
die Aufklärung und die Impfkampagne stark verbessern kann. Woran liegt das, dass so wenig Leute jetzt sich impfen lassen? Es gibt sehr unterschiedliche Gründe. Wolfgang Albers nennt es, dass es eine starke Politisierung der Impfkampagne gegeben hat. Ich finde, da hat er recht. Anstatt einfach aufzuklären und das schnellstmöglich an die Hausärztinnen und Hausärzte zu übergeben, die den engsten Patientenkontakt haben und die Leute dann eben im vertraulichen Gespräch auch darüber aufklären können, ist das ja gleich so zu einem Thema gewesen mit, bist du solidarisch oder bist du unsolidarisch? Also eine hohe Politisierung des Vorgangs, das löst immer in bestimmten Kreisen auch Trotzeffekte aus. Dann gibt es eine Gruppe von Leuten, die sagen, bei der jetzigen Gemengelage, wo die Studienlage immer noch nicht so ist, wie man sie bei anderen Impfstoffen hat, wo über Jahre hinweg geforscht und Erfahrungen gesammelt wurden, warten Sie jetzt noch mal ein bisschen ab, wie sich das entwickelt, wie lange die Impfung vorhält, etc. Dann gab es ja schon das Phänomen, dass eine Reihe von Leuten versucht, den Impftermin so zu legen, damit auf jeden Fall die Urlaubsplanung der nächsten 6 Monate so vollständig abgedeckt ist, damit der Impfschutz am besten ist. Weil es gibt ja das Gerücht, es ist nicht mehr als ein Gerücht, dass die zugelassenen Impfstoffe ihre beste Wirkung für 6 Monate haben. Das ist aber die Sache, die anfangs lieferte offensichtlich bei den älteren Jahrgängen mit den Impfzentren recht gut, wo die Senioren mit dem Taxi abgeholt wurden, nicht lange warten mussten etc. Und dann irgendwann kam die Stagnation. Wenn man aber andererseits wieder sieht, wenn der Impfstoff zu den Leuten kommt, wir hatten ja diese S-Bahn-Aktion, die jetzt wiederholt werden sollte. Da waren mehr Leute da, als geimpft werden konnten. Warum kommt denn seitens des Senates nicht irgendwo mal der Schub, dass wir sagen, wir stellen uns vor den Supermarkt, wir stellen uns vor die Schule, wir stellen uns vor den Club, wir stellen uns vor die Kneipe und dort Zelt auf und impfen dort. Dass also wirklich kleinteilig überall die Impfmöglichkeiten sowie die Testmöglichkeiten, ja dann auch wie Pilze aus dem Boden schossen, dann die Impfmöglichkeiten auch da sind, dass also der Impfstoff zu den Leuten kommt. Ja, also deswegen gibt es das ja nur als Modellprojekt, weil offensichtlich in den 1,5 Jahren nicht über diese Fragestellung strategisch mal diskutiert wurde. Und zwar in der Runde der Gesundheitsminister mit dem Bundesgesundheitsminister und nicht in der Runde der Ministerpräsidenten. Ich finde, dass sehr, sehr viel Zeit vergeudet wurde, was in den 1,5 Jahren Pandemie jetzt einfach liegen gelassen wurde nach dem Motto, ach, wir warten mal, es regeln sich manche Sachen von selbst. Nein, manche Sachen regeln sich eben nicht von selbst, sondern man muss sie strategisch betrachten. Es ist ein Kostenfaktor, selbstverständlich. Deswegen ist ja leider jetzt auch die kostenlosen Tests jetzt frühzeitig irgendwie beerdigt worden. Ich finde es falsch, wenn das ernst gemeint ist, damit, dass die Delta-Variante immer noch eine Bedrohung darstellt, dann sollte man dieses zugegebenermaßen nicht ganz billige, aber zusätzliche Instrument nicht einfach weggeben. Es ist völlig klar, dass sich kaum noch Leute testen lassen werden, wenn sie das alles selber bezahlen müssen. Und wenn vor allem dann die Testzentren auch deutlich weniger werden. Also insofern, es gibt eine Reihe von Sachen, die hätte man aus Blickwinkel der öffentlichen Daseinsvorsorge strategisch anders diskutieren müssen. Und zwar immer dann hätte man sich hinsetzen müssen, quasi klassisch antizyklisch, wenn man gedacht hat, oh, jetzt entspannt sich die Lage mal, da hätten sich mal die Krisenstäbe alle hinsetzen müssen, hätten sagen müssen, okay, und jetzt machen wir mal einen besseren Plan als den vorherigen Plan für die Zeit, wenn die Welle wieder ansteigt. Und das gilt eben auch für die Impfkampagne. Da frage ich jetzt aber jemanden, der Mitglied einer Regierungsfraktion ist, warum wurde das nicht gemacht beim Senat? Warum hat der rot-rot-grüne Senat nicht so agiert, dass er also offensiv rangeht, dass er sagt, okay, an jeder Straßenecke, so wie man sich testen könnte und kann, so kann man sich auch impfen lassen. Warum klemmt das? In dieser Pandemiedebatte, das ist auch etwas, was ich in der Form selten erlebt habe, gab es sehr schnell ideologische Übersprungshandlungen und gleichzeitig einen extrem öffentlichen Druck in der Debatte, und zwar sehr polarisiert zwischen denjenigen, die Eindämmungsmaßnahmen
mit denjenigen, die Eindämmungsmaßnahmen befürwortet haben und denjenigen, die eher die Verhältnismäßigkeit anders eingeschätzt haben. Und dann hatte man immer wieder das Argument auf einmal, wenn man das und das jetzt nicht sofort macht, dann nimmt man den Tod von mehreren Menschen in Kauf. Und sowas tötet dann die Debatte in erster Linie und vor allem die Suche nach dem besten Weg. Und dann werden teilweise Entscheidungen getroffen aus einer solchen Debatte heraus, wo hinterher alle Akteure sagen, was für ein Quatsch haben wir da beschlossen. Und da sehe ich mal rein. Ja, die Debatte war eben dann ideologisch und auch so überfrachtet und polarisiert, dass diejenigen, die diese Entscheidung verantworten mussten, sich auch ziemlich stark eingeigelt haben bei diesen Entscheidungen. Wir haben lange darum kämpfen müssen, sowohl im Deutschen Bundestag als auch im Berliner Abgeordnetenhaus, dass überhaupt das Parlament in die Entscheidungen mit einbezogen wurde zu den Eindämmungsverordnungen und auch zu der Fragestellung, welche Maßnahmen für eine resiliente, für eine widerstandsfähige Gesellschaft kriegen wir eigentlich jetzt vorbereitet. Also es ist ein Stück aus dem Tollhaus, dass wir nach anderthalb Jahren, obwohl mittlerweile alle wissen, dass diese Belüftungsanlagen für Schulen helfen könnten, dass wir immer noch keine seriöse Ausstattung der Schulen mit diesen Belüftungsanlagen haben und jetzt nach den Ferien ewig lang die Debatte gehabt haben, können wir den Präsenzunterricht zurückmachen? Da muss doch jemand zuständig sein. Nochmal, ja? Wir haben eine rot-rot-grüne Koalition. Ich spreche hier gerade mit einem Abgeordneten der linken Regierungsfraktion. Also das muss doch irgendwo, muss doch eine Zuständigkeit innerhalb des Senats, innerhalb von Rot-Rot-Grün sein. Das ist eine Sache, die ich nicht verstehe. Ich höre alle, auch rote und dunkelrote und grüne Politiker aus dem Abgeordnetenhaus genau darüber klagen. Aber es ist ihre eigene Regierung, ihr eigener Senat, der das versaubeutelt. Ja, versaubeutelt ist es übertrieben. Es gibt eine Reihe von Eindämmungsmaßnahmen, die haben relativ schnell und gut funktioniert. Und es gibt eine ganze Reihe von strategischen Entscheidungen, die haben nicht gut und nicht vernünftig funktioniert. Und die sind Gegenstand von politischem Streit. Das ist ja nicht einfach nur, also wir leben ja nach wie vor in einer demokratischen Situation, wo die Zuständigen sich dann eben auch den Argumenten der jeweils anderen mit den Argumenten der jeweils anderen auseinandersetzen müssen. Und dann gibt es Mehrheitsentscheidungen. Und dann ist genau das, was ich beschrieben habe, an bestimmten Punkten, wenn es dann eine Mehrheitsentscheidung gibt, wo ein vermeintlich einfacherer Weg, der schneller greift, bevorzugt wird und der andere abgelehnt wird mit dem Verweis darauf hin, der ist zu riskant. Da haben wir jetzt die Ressourcen nicht für und deswegen lassen wir das mal bleiben mit dem Hinweis, wenn wir das andere, was vermeintlich schneller und besser wirkt, nicht machen, sterben Menschen, dann ist im demokratischen Diskurs relativ wenig Spielraum. Und das ist sozusagen das große Problem der Pandemiedebatte. Das werden wir noch ausführlich auswerten müssen. Ich habe mittlerweile erlebt, bei auch Akteuren aus meiner Partei, es war ja in jeder Partei tatsächlich polarisiert. Ich habe zusammen mit einer Kollegin ja auch ein paar Artikel dazu geschrieben, schon in der Anfangsphase, wo ich die Verhältnismäßigkeitsfrage aufgeworfen habe und habe gesagt, dass Gesundheitsschutz ein Grundrecht ist, aber nicht das einzige Grundrecht, sondern dass es noch ein paar andere gibt, die miteinander abgewogen werden müssen. Unter anderem auch die sozialen Kollateralschäden für Alleinerziehende etc. im Lockdown. Und ich habe erlebt, dass Leute, die damals mich fast schon in die Ecke von Corona-Leugnern gestellt hätten, weil ich die Verhältnismäßigkeitsfrage gestellt habe, dass die jetzt auf mich zukommen und sagen, ihr hattet in vielem Recht damals und wir werden uns bei vielen Leuten für viele Dinge auf lange Sicht noch entschuldigen müssen. Und gleichwohl, das habe ich auch in einem dieser Artikel geschrieben, in so einer zugespitzten Situation, wo man eigentlich über die Krankheit viel zu wenig weiß, über das Infektionsgeschehen auch viel zu wenig weiß
und dann aber Entscheidungen treffen muss, um unter einem medialen Druck, der immer mit den Bildern von Bergamo gedroht hat, dann zu entscheiden, da ist so eine Senatssitzung alleine keine gute Idee. Und auch so eine Ministerpräsidentenrunde, keine gute Idee. Der gute Herr Drosten, der zweifellos eine der wichtigsten Kapazitäten ist, um diese Seuche zu erforschen, zu erklären und auch Maßnahmen vorzuschlagen. Der hat ganz am Anfang, all seine Podcasts am Anfang mir angehört, hat am Anfang gesagt, eigentlich bräuchte die Politik nicht nur die Beratung von ihm und von anderen Virologen, sondern eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe, wo Sozialwissenschaftler, Psychologen, Schulpolitiker und so weiter und so fort, also die müssten da zusammensitzen und müsste jede einzelne Maßnahme auf ihre möglichen Kollateralschäden hin überprüfen. Sowas hat es nie gegeben. Das Einzige, was es gegeben hat, war eben die Beratung von einzelnen Virologen in den einzelnen Kabinettssitzungen der Länder und des Bundes. Und der Bund hat sich irgendwie halt zum Ersten die alten Männer von der, wie heißt sie, Maximilians-Universität angehört und dachte, das erfüllt jetzt den Tatbestand der Beratung. Die haben aber von der Lebenswirklichkeit einer alleinerziehenden Mutter irgendwie so richtig viel nicht mitgekriegt. Und das beschreibt so ein bisschen das Dilemma. Wir müssen eben auch, und deswegen sage ich auch immer wieder, ich will eine Debatte um Resilienz, weil das, was wir jetzt bei der Pandemie gelernt haben, das wird uns bei der Klimanotlage auch noch bevorstehen, nämlich die Frage, wie wir Versagen der öffentlichen Daseinsvorsorge. Und jetzt nicht nur, weil sie doof ist, sondern weil möglicherweise auch die Ressourcen dafür nicht da sind. In Notlagen, wie können wir die Gesellschaft darauf vorbereiten, dass wir mit möglichst wenig Einschränkungen von Grund- und Freiheitsrechten dagegen steuern können. Das ist resiliente Gesellschaft, widerstandsfähige Gesellschaft. Die Debatte brauchen wir dringend. Und damit eben auch die Frage, wie finanzieren wir künftig unser Gemeinwesen? Da komme ich jetzt doch mal dann vom Land zum Bund. Und es gibt ja Bundestagsabgeordnete, die zuweilen noch Minister werden können und dann für ihre Arbeit gelobt werden. Ich erinnere mich an ein Lob für einen Minister, der aus Bayern kam und kommt und dann in Bayern großes Lob dafür erfahren hat, wie viel Mittel er doch nach Bayern gebracht hat. Das ist der Verkehrsminister, Herr Scheuer. Sie wollen jetzt in den Deutschen Bundestag. Wie viel Mittel bringen Sie nach Pankow? Wie viel Mittel leiten Sie nach Berlin um? Wenn ich irgendwann so handeln sollte wie dieser Herr Scheuer, dann bitte ich darum, dass ich mit einem nassen Handtuch aus dem Deutschen Bundestag geprügelt werde. Also ich bin ein... Also bin seit ich Politik mache, ist einer meiner wichtigen Motive, Korruption zu bekämpfen. Und Korruption hat ja, ist ja nicht einfach nur immer blöde Bereicherung, sondern Korruption beginnt ja dort, wo man glaubt, dass man für das eigene Klientel, für das eigene Umfeld irgendwie jetzt mal einen geldwerten Vorteil rausschlagen muss. Das kommt mit mir nicht in Frage. Was auf jeden Fall für mich von Interesse sein wird, und dafür werden wir wieder dann auch eine Landesgruppe der Linksfraktion für Berlin haben, wie wir gucken, wie wir uns so verzahnen, dass wir die politischen Interessen des Landes, des Bezirks, eben dann auch die Wahlkreisinteressen des Wahlkreis 76 im Rahmen des Deutschen Bundestags thematisieren. Ob dann dabei auch tatsächlich in der Rahmensetzung dann auch materielle Vorteile zum Beispiel für den Bezirk oder für das Land Berlin dabei rauskommen, das muss man im Einzelnen sehen. Wichtig ist auf jeden Fall erstmal, dass wir am Grundsatz bleiben, dass gleiche Lebensverhältnisse, das ist ein Verfassungsgrundsatz, die gleichen Lebensverhältnisse im ganzen Land gewährleistet werden müssen, und dort, wo das nicht passiert, muss Abhilfe geschaffen werden. Und danach müssen Förderprogramme ausgerichtet werden, danach muss Verteilung von Steuereinnahmen ausgerichtet werden, etc. Und wenn dann im Bezirk Pankow
dann auch in bestimmten Bereichen Bundesgelder eingesetzt werden müssen. Na klar, kämpft man dann dafür, dass sowas passiert. Wichtiger wäre mir aber zum Beispiel ganz konkret, dass wir endlich die Bahngrundstücke, die es in Pankow noch gibt, und die Bundesgrundstücke, die es in Pankow noch gibt, dass die endlich in den Besitz des Landes Berlin kommen, damit hier vernünftige Stadtentwicklungspolitik gemacht werden kann. Ich hatte es vorhin schon mal gefragt, wenn Sie im Bundestag jetzt sind, Außenpolitik ist nicht Ihr Ding, welchen Bereich nehmen Sie dann sich vor, wofür wären Sie dann zuständig in der Fraktion, die ja, auch wenn es noch ein Prozentpunkt mehr wird, nicht allzu groß sein wird. Das heißt, da muss man ja Arbeit dann doch schon verteilen und muss jeder für irgendwas zuständig sein. Na, hatte ich vorhin schon gesagt. Also bei mir ist der Bereich Innenpolitik, da gibt es eine ganze Reihe von Sachen. Das wird der Bereich Flüchtlingspolitik, für den ich mich stark interessiere. Und dann in diesem Kontext natürlich die ganze Fragestellung Verteidigung der Bürgerrechte, der Grund- und Freiheitsrechte. Das geht übrigens dann eben auch rein in die Frage, wie geht man um unter Bedingungen von Pandemie und Klimanotlage mit Einschränkungen für die Individuen, mit Verbotspolitiken etc. Und dann ist ein ganz wesentlicher Punkt Bekämpfung des Rechtsextremismus nach wie vor. Das ist sozusagen meine politische Agenda, seit ich angefangen habe, überhaupt über Politik nachzudenken. Ich habe mich über die Antifa-Arbeit politisch sozialisiert im Alter von 14, 15 Jahren und habe das eigentlich bisher immer betrieben. Ich habe in Berlin auch in der kurzen Zwischenphase der Opposition, als ich wieder im Innenausschuss gesessen habe, den Berliner Teil der NSU, der Aufklärung des NSU-Komplexes gewidmet. Also da stehe ich im Stoff, das will ich gerne machen. Und sage aber auch gleich dazu, als langjähriger Fraktionsvorsitzender weiß ich, wenn ich in eine neue Fraktion reinkomme, dann ist es nicht so, dass der Neue einfach so sagen kann, hey, ich mache jetzt mal das und das, sondern da müssen wir gucken, wie man in einem solidarischen und kollegialen Prozess guckt, welche Aufgabe ist von wem am besten zu übernehmen. Und dann entscheidet die Fraktion als Kollektiv darüber, wer welche Sprecherfunktion, wer welche AK-Leitung und so weiter und so fort macht. Und kann auch sein, dass ich dann vielleicht auch zusätzlich wieder Sportpolitik machen muss oder möglicherweise auch irgendwas im Klima- und Ökologiebereich werden wir sehen. Und steht ja für die einen als Drohung, für die anderen als Hoffnung, Rot-Rot-Grün nicht ganz außerhalb aller Möglichkeiten. Da gibt es nun eine Diskussion innerhalb der Partei und ich glaube, Klaus Lederer hat sich da auch gerade geäußert, man sollte doch einen allzu krassen Pazifismus nicht mehr huldigen oder so. Weiß ich nicht ganz, wie ich das verstehen soll. Wie verstehen Sie das? Ich verstehe das so, dass Koalitionsverhandlungen so geführt werden, dass die drei Parteien mit ihren Ausgangspositionen, die sie auch ihren Programmen und Wahlprogrammen haben, in die Verhandlungen reingehen. Und dann sieht man in Verhandlungen, wo die Schnittmengen sind. Und dann kann man das vertraglich festhalten. Und dort, wo man einfach nicht miteinander klarkommt, dann wird man sehen müssen, wie die Kompromisse tragfähig werden. Um es ganz praktisch in der Friedensfrage zu sagen, es wäre absolut illusorisch zu glauben, dass wir am 28.09. In Sondierungen mit zwei anderen Partnern, die die NATO-Mitgliedschaft hart verteidigen, dass wir uns dann da durchsetzen und sagen, okay, übermorgen treten wir aus der NATO aus und die anderen beiden Partner sagen, ist okay. Und dafür geben wir dann alle anderen Themen weg, wie Vermögenssteuer, Überwindung von Hartz IV, Mietendeckel im Bund und so weiter und so fort. Das kann ich mir nicht vorstellen, das kann sich Klaus Lederer nicht vorstellen und deswegen kann ich mir auch nur ihm anschließen, in dem Punkt, nämlich sage, wir müssen in diesem Verhandlungsprozess gucken, mit was wir reingehen etc. Beim Thema Friedenspolitik wäre es mir schon mal wichtig, dass wir feststellen, dass wir außerhalb der UNO keinen Auslandseinsätzen der Bundeswehr mehr zustimmen. Das wäre mir tausendmal wichtiger als Bekenntnisfragen für oder gegen die NATO. Wenn wir es hinkriegen, dass wir einen belastbaren Verbot von Rüstungsexporten in Krisengebiete hinkriegen würden und nicht so eins, so eine verschwiemelte Nummer, wie sie jetzt die amtierende Bundesregierung hat und pausenlos Rüstungsexporte in Krisengebiete stattfinden. Also die Taliban sind ja jetzt so gut ausgerüstet wie nie zuvor.
an Waffen und Material. Wenn wir das hinkriegen, dann sind wir einen großen Schritt weiter. Und das ist für mich ganz wichtig, wenn man über Rot-Rot-Grün spricht, festzustellen, wir müssen kompromissfähig sein, die anderen müssen kompromissfähig sein. Man muss es auf Augenhöhe verhandeln und nach den Verhandlungen zieht man Schlussstrich und dann sieht man in der Abwägung der verschiedenen Politikfelder, ob die Richtung stimmt und wo die Schritte vielleicht zu kurz sind und wo sie länger sein könnten etc., aber eben beurteilt, was die Richtung ausmacht. Was mich nicht wundert, aber ich habe mir das Wahlprogramm der Linken angeschaut, auch den Teil, wo es um Auslandseinsätze etc. und NATO geht. Was mich wundert, was mich bei allem wundert eigentlich, ist, dass Sicherheitspolitik immer auf militärische Politik begrenzt wird. Auch letztendlich bei der Linken. Wenn ich mir jetzt anschaue, eigentlich ist das mehr, wie Kriege entstehen, Spannungen entstehen ja meistens durch ökonomische Unterschiede, das heißt durch Krisen, auch durch die Klimakrise werden wir sicherlich keine friedlichere Welt bekommen. Wir haben jetzt auch in Griechenland, wir haben anderswo verheerende Waldbrände, die a, natürlich CO2 ausstoßen ohne Ende, zweitens da auch eine Menge Elend ins Land bringen, drittens die Wälder auch keinen Sauerstoff mehr bringen etc. Und die können nicht gelöscht werden, weil dazu die Materialien fehlen. Ich warte irgendwo in einem Parteiprogramm, egal wo, oder einem Wahlprogramm, wo steht, wir rüsten die NATO mit Löschflugzeugen aus, und zwar in Größenordnung, um die Sicherheit der einzelnen Länder zu gewährleisten, dass wenn in Griechenland, wenn anderswo im NATO-Bereich solche verheerenden Brände entstehen, tatsächlich die NATO mit ihren Flugzeugen hinfliegt und das löscht. Das habe ich nirgendwo gefunden. Na, die Problembeschreibung ist ja ganz nah an dem, was Klaus Lederer und ich so sagen und was Stefan Liebig übrigens jetzt 12 Jahre lang gesagt hat im Deutschen Bundestag und innerhalb unserer Fraktion. Das Problem bei unserem Wahlprogramm ist genau, deswegen hat Klaus Lederer das ja auch so gesagt, dass wir eigentlich als Linke genau diese Fragestellung auch im Grundsatzprogramm beleuchtet haben und ja darauf hinarbeiten, dass wir zu multilateralen Sicherheitssystemen jenseits dieser ganzen militärischen Fragestellungen kommen. Und Sicherheitssysteme heißt dann eben auch für Entwicklung und Zusammenarbeit, für die Frage, wie man friedliche Konfliktlösungen hinkriegt und dann eben vor allem durch Entwicklungszusammenarbeit perspektivisch ganz überwindet. So, und der antithetische Reflex quasi bei uns auch in der Partei ist, in dem Maße wie alle anderen immer wieder von uns Bekenntnisse zu Militärbündnissen und sonst noch was haben wollen, sagen dann unsere dann immer wieder, na, solange die so ein Bekenntnis von uns haben wollen, dann machen wir erstmal ein Bekenntnis gegen die NATO. Ist ein bisschen wenig zielführend, ja, stimme ich zu, aber so geht es halt zu in Parteien. Wenn wir dann tatsächlich die Chance kriegen, Rot-Rot-Grün zu verhandeln, dann wird genau die Frage, also wie kriegt man eigentlich zivile internationale Zusammenarbeit, um dann im Übrigen auch unter Einschluss, also Verhandlungen unter Einschluss Russlands und Chinas, wieder die Idee einer Weltgemeinschaft unter Beobachtung der UNO und Beachtung der UNO, wie kriegt man das wieder hin? Da kommen wir eigentlich einen Schritt näher, wenn wir in diese Debatte reinsteigen. Russland und China ist jetzt nochmal ein anderes Gebiet. Mir ging es einfach darum, dass ich es nicht verstehe, dass von keiner Seite aus, gerade bei solchen schwerwiegenden Ereignissen wie diesen Flächenbränden dort, dass da niemand auf die Idee kommt und sagt, also das gehört zu unserer Sicherheit mit dazu. Und wir erweitern jetzt meinetwegen die NATO um die Abteilung Löschflugzeuge und Löschen von Großbränden, von solchen riesigen Großbränden, die ein einzelnes Land, auch gerade Griechenland, gar nicht vorbereitet ist, obwohl diese Brände immer wieder passieren und verheerend anrichten, auch klimamäßig. Da brauche ich doch die NATO nicht für. Also warum soll ich das denn unter einen militärischen Oberbefehl stellen? Also wenn wir tatsächlich bei solchen Katastrophen helfen wollen, dann haben wir alle anderen Möglichkeiten jenseits der NATO sofort zu helfen.
Also haben wir die Flugzeuge, haben wir die schwere Technik dafür? Die schwere Technik haben wir deswegen nicht, weil das THW und auch die Bundeswehr in diesen Bereichen keine großartigen Investitionshilfen gekriegt haben. Das wird aber übrigens auch im Zuge der Diskussion um Resilienz an sich, angesichts der Klimanotlage kommen müssen. Nämlich die Frage, wie wir, also man muss sich jetzt ja nur Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen angucken mit der Flutkatastrophe, wie wir dann eben auch so vorbereitet sind auf solche starken Wetterereignisse, dass wir schnell reagieren können. Und zwar eben auch im europäischen Rahmen. Da ist zu verhandeln mit den anderen Regierungen in Europa, aber es ist vor allem auch mit dem Europäischen Parlament zu verhandeln, ob man nicht auch andere Gremien schafft, als immer nur diese fürchterliche Abstimmung zwischen den Ministerpräsidenten und der Regierungen der europäischen Länder. Wir haben es jetzt, um das nochmal kurz zu sagen, wir haben es ja gesehen, ist gerade bei der Pandemie, das Erste, was auf der Strecke geblieben ist, ist ja die Reisefreiheit und damit auch ein Großteil sozusagen der Beziehungen zwischen den europäischen Staaten innerhalb der EU. Das hätte nicht sein müssen, wenn man sowas hätte wie eine Sozialunion, wenn man sowas hätte wie vernünftige gemeinsame Standards im Gesundheitswesen und hätte dann auch relativ schnell gemeinsam reagieren können. Es gab kleinräumig, gab es ja so eine Hilfsgeschichte. Norditalien hat zum Beispiel mit Innsbruck relativ schnell kooperiert, während Bayern mal ganz schnell die Grenzen dicht gemacht hat, damit bloß keiner über die Alpen kommt. Naja, also ich kann mich daran erinnern, zum Beginn der Pandemie hat Italien wahnsinnig um Hilfe gefleht. Da wütete das Virus ja besonders arg. Und wer zuerst kam, waren die Kubaner. Ja, eben. Deswegen sage ich ja, wir brauchen so eine Debatte, die nicht nur die Resilienz sozusagen von der technischen Seite betrachtet, sondern sich auch überlegt, welche Strukturen, welche Organisationen in der Bundesrepublik und in Europa sind eigentlich tauglich für sowas. Deswegen, wir sind, weil jetzt ganz viele so tun, als ja, wir wissen, es muss sich ganz viel ändern, aber wir wählen jetzt die am ehesten doch nicht so viel ändern wollen. Das ist ein riesengroßes Problem dieses verrückten Wahlkampfs. Es wird sich strukturell richtig viel ändern müssen. Und die Entscheidung, die jetzt in der nächsten Legislaturperiode im Deutschen Bundestag getroffen wird, ist, ob die Lasten den Bürgerinnen und Bürgern individuell übergeholfen werden, also das klassische neoliberale Prinzip, unter anderen Vorzeichen recycelt wird, oder ob wir eine andere Diskussion über öffentliche Daseinsvorsorge und über die Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern in die Mitentscheidung über die öffentliche Daseinsvorsorge, ob wir sowas hinkriegen. Und das gilt eben auch für den Klimaschutz. Ich halte nicht viel davon hier, also ja, ein paar Sachen müssen tatsächlich irgendwie geregelt und auch gesetzlich verboten werden. Tempolimit braucht es einfach jetzt, also sind wir sowieso schon viel zu spät dran, um nur eine Maßnahme zu nennen. Und wir brauchen auch Regeln und klare gesetzliche Vorgaben für den Ausstieg aus der Kohleverstromung und so weiter und so fort. Aber was das Individualverhalten von Bürgerinnen und Bürgern angeht, da müssen wir nicht mit vielen Verboten ran. Da müssen wir Bedingungen schaffen, dass die Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit kriegen, sich ökologisch sinnvoll zu verhalten. Und wir brauchen Aufklärung, damit die Leute sich ökologisch sinnvoll verhalten. Was mir auffällt, sowohl in Berlin als auch im Bund, dass es nirgendwo ein Programm gibt für irgendetwas, wo man sagt, jetzt haben wir was Ganzes. Nehmen wir den Verkehr in Berlin. Man sagt dann irgendwann, wir steigen aus den Verbrennern aus und die Elektroautos sind toll. Dann macht der eine Bezirk, macht dort irgendwelche, wie nennt sich das aus Barcelona, diese Kiezgeschichte, Kiezblocks, genau, diese Kiezblocks, und der andere macht es dann nicht. Das heißt, das kommt immer so ein bisschen von unten, von den Bürgern, von den Bezirken. Friedrichshain-Kreuzberg ist der aktiver, Pankow nicht ganz so, Zehlendorf weiß ich überhaupt nicht. So im Land, weil in der Bundesrepublik selber weiß ich auch nicht. Wenn ich mir Berlin angucke, und warum habe ich auch nicht verstanden. Man sagt, man will eine Verkehrswende.
Und eine Wende ist was Radikales um 180 Grad. Warum sagt man nicht Pi mal Daumen in 10 Jahren sind in der Klammer auf, innen Klammer zu, Stadt keine Privatautos mehr zulassen? Und fängt dann gleichzeitig an, einen ÖPNV zu entwickeln für dieses Gebiet, mit dem jeder Bürger mobiler ist als mit einem Privatauto. Das kann man relativ einfach, ich sehe mir, wo ich immer staune, sage, jetzt bauen wir Straßenbahnen. Diese innerhalb dieser rot-rot-grünen Koalition in der Zeit ist nicht 1 Kilometer Straßenbahn eröffnet worden. Doch, nein, wann? So. Aber ich will mal noch mal weiter auswählen. Und zwar, da ist nichts. Dann haben wir dort einen Teil ein bisschen, das war okay, keine Verbrenner mehr, sondern das. Und da haben wir dann Kiezblock etc. Das große Ganze fehlt mir. Wenn man meinetwegen sagt, innerhalb von 10 Jahren keine Privatautos mehr, dann kann sich jeder darauf einstellen, muss sich kein neues mehr kaufen. Gut. Und dann, anstelle meinetwegen von Straßenbahnen, kann man ja, weil es ja schwierig, Planfeststellungsverfahren, Gleisbau dauert etc. Nun habe ich mal kurz bei Wikipedia nachgeguckt und im Internet, und da steht, es gibt auch eine Straßenbahn ohne Schienen. Die ist vor 120 Jahren erfunden worden und nennt sich Obus. So, und wenn man, das lässt sich ja, denke ich jedenfalls, als Laie relativ schnell ausbauen, 2 Drähte, ein paar Umspannwerke etc. und kann dann Stück für Stück ringmäßig, wie auch immer, die Innenstadt mit solchen Obus, Schnellbuslinien verbinden. Und die Nebenstraßen werden durch Kleinbusse, wie jetzt der Bergkönig ist, zu den großen Haltestellen, zu den Ringen verbunden. Kann man innerhalb von 10 Jahren hinkriegen, und wenn 12 Jahre dauert, auch in Ordnung. Aber dann hat man einen Plan, dann weiß man, wo man hin will. Das Ziel in 10 Jahren autofrei und gleichzeitig mobiler. Und kann dann gucken, wie kriegen wir das hin, mit welchen Schritten. Was ich jetzt immer sehe ist, ja, wir machen mal den, gucken und machen da das, aber ich sehe nichts Ganzes. Ich sehe immer nur irgendwo Primelei und Stückwerk. Warum hat der rot-rot-grüne Senat es nicht geschafft, innerhalb von 5 Jahren irgendwo mal einen großen Plan zu machen? Und wieder 3 Parteien und 3 sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie der Plan aussehen sollte und ob man Pläne überhaupt gut findet. Das ist die eine Baustelle. Die zweite Baustelle ist, wir haben eine Verkehrsverwaltung, die ist personell, sagen wir mal, mäßig gut aufgestellt. Bin ja ein freundlicher Mensch, könnte auch schärfere Worte dafür finden. Und kann feststellen, dass wir, was dann unter diesen Bedingungen an Mobilitätsgesetz in der ersten Stufe in dieser Legislaturperiode schon erarbeitet wurde, ist der Ansatz für einen tatsächlich guten Plan, den individuellen motorisierten Personenverkehr aus der Stadt weitgehend rauszukriegen. Den Radverkehr, den ÖPNV und den Fußverkehr zu stärken. Die zweite Stufe dieses Plans, nämlich die Erweiterung des Mobilitätsgesetzes, also auch was die Lieferverkehre angeht und tatsächlich die Verbesserung des Fußgängerverkehrs angeht, etc., ist jetzt kurz vor Ende der Legislaturperiode auf Geheiß von Frau Giffey, obwohl entverhandelt, gestoppt worden, genauso wie sie auch noch die Bauverordnung gestoppt hat, was auch ein 4-jähriger Prozess gewesen ist, um bei dem Punkt ein Plan für ökologisches Bauen im Rahmen einer vernünftigen Stadtentwicklungspolitik, was viel Zeit gekostet hat, das zu verhandeln, ist kurz vorher gestoppt worden, weil letztendlich ist es immer wieder die Rückführung auf die Fragestellung, was kostet es, wer wird wieder belastet? Und dann kommen wir zu dem zweiten großen Problem, ÖPNV. Solange wir nach wie vor den ÖPNV nur betriebswirtschaftlich betrachten, also zu gucken, wie viel Schulden hat die BVG, wie viel Schulden hat die S-Bahn, werden wir keinen vernünftigen ÖPNV hinkriegen in der Stadt, der die Leute dazu bringt, auf Auto und andere Verkehrsmittel zu verzichten. Weil bisher funktioniert das eben nachfrageorientiert. Und dann sind manche Linien besser frequentiert und andere Linien sind schlechter frequentiert. Die Außenbezirke sind schlechter frequentiert. Manche Buslinien sind eingestellt worden oder verlegt worden, weil sie sich nicht gerechnet haben.
Damit zwingt man die Leute wieder ins Auto. Und das ist sozusagen eins der Probleme. Da sind wir aber eben nicht nur im Land Berlin am Start, sondern eben auch, was den Bundesgesetzgeber angeht. Wir müssen gucken, dass wir die haushalterischen Bedingungen schaffen, die steuerlichen Bedingungen schaffen und dann eben auch die gesetzlichen Bedingungen schaffen, dass wir den ÖPNV angebotsorientiert machen können. Das heißt, ja, wir schaffen... Bedarf es dafür Gesetze? Ich denke mir, wenn das Land Berlin sagt, wir finanzieren das jetzt, dann braucht es doch kein Bundesgesetz. Das Land Berlin, wenn es denn anfängt, auf der Grundlage angebotsorientiert unwirtschaftlich zu arbeiten, dann verstößt es gegen mehrere Haushaltsgesetze. Die müssen dementsprechend geändert werden. Und immer noch bekommen wir ja auch Steuermittel und Fördergelder des Bundes für bestimmte Sachen. Die gehen ruckzuck weg, wenn wir auf der Bundesebene nicht ein Commitment hinkriegen, dass wir sowas machen dürfen wie einen angebotsorientierten ÖPNV, den wir möglicherweise dann auch relativ bald kostenfrei machen würden, wenn wir denn das Geld dafür so ausgeben dürften. Weil in der Tat, das ist dann ein Zuschussgeschäft, wo dann auch wieder irgendeine Opposition kommt und vor Verfassungsgerichten gegen den Haushalt klagt, wenn wir da so viel Geld reinstecken. Gut, aber das ist ja letztendlich, sind ja die gesellschaftlichen Kosten, die durch den privaten Auto, überhaupt durch den Autoverkehr entstehen, ja bedeutend größer. Das heißt, wenn man das in der Gesamtheit betrachtet. Na eben. Ist es doch eigentlich. Ja, aber ganz viele Sachen, die eigentlich ganz vernünftig und logisch sind, manche, also ganz viele Dinge, die zum Beispiel auch, also haben wir jetzt auch gelernt, ein Krankenhaus betriebswirtschaftlich nur zu betrachten, führt dazu, dass man in der Pandemie Angst vor der Triage haben muss. Das ist jetzt aber auch, also ist kein Hexenwerk und keine Raketentechnik, um das zu begreifen. Trotzdem ist jetzt, nachdem die Zahlen der Hospitalisierung runtergegangen sind, haben die ersten neoliberalen Gesundheitspolitiker, also jetzt nicht von uns, nicht von Rot-Rot-Grün, aber die ersten neoliberalen Gesundheitspolitiker schon wieder die Bertelsmann-Studie rausgeholt, welche Krankenhäuser man in der Fläche dicht machen kann. Deswegen, das ist ein politischer Konflikt, eine Auseinandersetzung. Und ja, in vielen Detailfragen, Einzelfragen ist es nach wie vor so, dass zwischen SPD, Grünen und uns sehr unterschiedliche Vorstellungen noch existieren, wie weit eigentlich das Verhältnis zwischen Plan und freiem Markt, wie das austariert werden sollte. Also mit anderen Worten, also an welchen Stellen man den freien Markt auch anders regulieren müsste und möglicherweise auch mit planwirtschaftlichen Elementen behelligen sollte. Gut. Ich würde sagen, wir kommen zum Abschluss und eigentlich haben wir ja, wie soll ich sagen, es gibt so drei Parteien, Rot, Rot, Grün. Die Grünen gelten bei vielen als Verbotspartei. Wie sieht es denn bei der Linken aus? Was würden Sie dann alles verbieten, wenn Sie verbieten könnten? Rüstungsexporte würde ich verbieten. Ich würde die Spekulation mit Wohnraum verbieten wollen. Ich würde den Bürgerinnen und Bürgern, den Individuen relativ wenig verbieten wollen. Aber denjenigen, die auf Kosten anderer Rendite machen, deren Lebensbedingungen, deren Perspektiven auch zerstören, indem sie Rendite damit machen, da würde ich Regeln und auch Verbote durchaus in Betracht ziehen. Diskriminierung würde ich selbstverständlich verbieten lassen. Also jede Form von offener Menschenfeindlichkeit würde ich verbieten lassen. Aber ich würde zum Verbot immer erst als letzten Mittel der Politik greifen wollen, weil vorher bin ich für Aufklärung, bin ich dafür, dass die Leute von sich aus selbst daran arbeiten, weil die beste Organisation einer gemeinwohlorientierten Gesellschaft ist die Selbstorganisation der Menschen und der demokratischer Austausch in einer freien Assoziation der freien Menschen. Also da kommen wir mal mit ein bisschen auf Karl Marx zurück. Muss okay. Schon sein beim Linken. Okay, danke. Gerne.